Seit vorgestern gibt es einen neuen deutschen Film auf Netflix anzusehen, der sich letztendlich die Frage stellt, was ist, wenn Menschen unter uns existieren, die Superkräfte haben, aber das noch gar nicht so wirklich wissen. Und damit geht es hier jetzt um Freaks. Du bist eine von uns. Wendy ist eine junge Mutter, in deren Familie es durchaus Geldsorgen gibt. Kein Wunder also, dass sie bei ihrem Job in einem Diner auf eine Gehaltserhöhung aus ist, um das gemeinsame Haus mit Mann und Sohn behalten zu können. Doch während ihre schwierige Chefin von Wendy Veränderungen statt Forderungen verlangt, erkennt sie genau diese durch einen Obdachlosen, der Essen containert vor besagtem Restaurant. Er behauptet, dass es eine Vielzahl von Menschen gibt, deren wahre Kräfte übernatürlicher Art durch Psychopharmaka unterdrückt werden, wie sie auch Wendy einnimmt. Erst will sie das nicht wahrhaben, aber als sie sich selbst von der Medikation absetzt, geschieht etwas schier Unglaubliches. Freaks geht 90 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 12 Jahren und ist dort seit vorgestern, dem 2. September 2020, anschaubar. Ist ein Mix aus Drama, Fantasy und Abenteuerfilm, will aber das Drama in erster Linie nach draußen tragen und auch ein wenig Charakterporträt sein, was aufgrund einer guten Hauptdarstellerin in vielen Momenten funktioniert, aufgrund sehr schwierigen Nebenfiguren dann aber immer wieder auch gerne direkt kaputt gemacht wird. Ein Film, der mit 90 Minuten zu kurz geraten ist, um eigentlich diese Charakterart zu sein und Drama, die er gerne sein möchte, hat eine ziemlich gute oder coole Musikauswahl, ist aber technisch mittelmäßig produziert. Es gibt also Licht, aber auch jede Menge Schatten bei Freaks, zumindest aus meiner Sicht. Ein Film, der am Ende zumindest so offen bleibt, dass man sich durchaus vorstellen kann, dass man da auch eine Fortsetzung dreht. Reden wir kurz über den Cast. Es liegt vor allem an Cornelia Gröschel. Die Wendy spielt, weil ich hier erstmal die Mutter abnehme und damit das Grundszenario. Wo steige ich hier denn eigentlich ein? Eine Mutter mit Geldsorgen, die versucht, irgendwie eine Gehaltserhöhung zu bekommen, die auch fleißig und gerne arbeitet und im Grunde nur ihren Sohn und ihren Mann liebt, und damit einzusteigen, wenn sie auf einmal auf einem Obdachlosen trifft, der ihr erzählt, hör auf, diese Medikamente zu nehmen, du hast besondere Kräfte, du bist eine von uns. Und man mit ihr dann erlebt, dass da wirklich was Besonderes in ihr schlummert und man vielleicht auch mal für Ungerechtigkeiten dafür sorgen kann, dass da einiges gerade gebogen wird, dann kann das schon spaßig sein. Da ist diese Grundidee von Freaks, wenn in Anführungszeichen einfache Leute auf einmal diese Kräfte haben, nicht unbedingt neu. Trotzdem schafft dieser Film durch eine eigene Signatur nicht frisch, aber anders zu sein. Und das rechne ich ihm hoch an. Und vor allem diese Hauptdarstellerin trägt im weiten Teil den Film ganz gut. Ein Tim Oliver Schulz wiederum, den ich eigentlich gerne sehe, der auch Charakter kann als Elmer. Hier ist eine Figur, die macht eine Wandlung durch wie Khaleesi in der finalen Staffel von Game of Thrones. Viel zu schnell, viel zu unglaubwürdig, viel zu drüber, viel zu klischeebehaftet am Ausgangspunkt, viel zu klischeebehaftet am Endpunkt und damit aber eine so wichtige Figur, dass dadurch vieles am Film leider nicht funktioniert und kaputt geht. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig schade, weil auch so Standardkonflikte zu Hause mit seinem Vater und der Freundin des Vaters, das alles wirkt so nach Foreshadowing, dass du weißt, was wird hier passieren, und das wird dann noch so weit ausgereizt, dass es einfach zu drüber ist und nicht mehr wirklich den Intellekt dieser Figur widerspiegelt, mit der sie zumindest eingeführt wird, tue ich mich schwer. Ähnlich mit einem Wotan Wilke-Möhring als Marek, eben der hier diesen Obdachlosen fast Mentoren gibt, der letztendlich die Geschichte an die Hauptfigur heranträgt und ihr die große Aufgabe präsentiert. Insgesamt wirkt Freak sowieso wie eine ganz einfache Abfilmung der Heldenreise und ohne irgendwelche Schnörkel ringsherum. Und bei Wotan Wilke-Möhring tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer. Ich finde ihn in Nebenrollen gut, oft hat er nicht genug Substanz, um in Hauptrollen aus meiner Sicht zu funktionieren. Nuschelt, huschelt auch immer so seine gesprochenen Sätze immer so arg dahin, und auch hier muss ich sagen, obwohl er einfach wichtige Keylines hat und Dinge, die er eben sagt und zu diesem Film beiträgt, um diese Geschichte zu formen, fühlt er sich für mich immer wieder wie so ein kleiner Fremdkörper an. Und wenn es dann mal hochemotional werden soll, funktioniert das aufgrund des Erzähltempos einfach nicht, dass ich dann tatsächlich auch irgendwie ergriffen bin. In bestimmten Momenten eher schwierig. Figuren ringsherum, sei es die Chefin, sei es die von Nähe, sei es die, Ärzte beispielsweise oder Ermittler, wirkt alles relativ generisch. Viele Charaktere bekommen keine Substanz und dadurch wirken sie austauschbar. Technisch jetzt eher ein Film, der wirkt so, als hätte man eher so ein Standard-Krimi vom Look genommen aus dem Fernsehen oder Netflix reingepackt, gepaart dann mit diesen Effekten, die für mich okay sind, was diese Kräfte oder Superkräfte angeht. Es ist aber nicht so ganz die Wertigkeit, die man von Netflix unbedingt gewohnt ist. Das Szenenbild ist insgesamt so dieses Stadtfeeling und geht von den unterschiedlichen Zuhausen der Hauptfiguren über Klinik und so weiter. Eben hat man so dieses gewisse Anonymitätsgefühl einer Stadt. Ist die Musik wirklich sehr cool ausgewählt. Wenn Wendy immer wieder mit ihrem Discman, mit ihren Kopfhörern rumläuft und immer wieder einen ziemlich guten Song auflegt, muss ich sagen, feines Gefühl für gute Momente, was die Auswahl des Scores angeht. Das Kostüm und Make-up etwas dämlich manchmal mit thematisiert, ansonsten meist den Figuren angepasst. Sage ich eben am Ende, einiges gut, vieles aber auch nicht, sodass ich sage, Hauptdarstellerin funktioniert,
Qualität für mich. Ich finde, dass dieser Film cool wirkt, dadurch, dass er in dem Rahmen der Einfachheit des Alltages auch mal denkt und nicht gleich immer denkt, wir müssen jetzt alles explodieren und alle haben super Kräfte. Und was passiert eigentlich mit all diesen Menschen ringsherum, wenn Häuser normalerweise einstürzen bei Superheldenfilmen? Nein, hier ist es eher klein gedacht. Was ist, wenn ich einfach Kohle brauche? Und jetzt habe ich Superkräfte. Aber wie ändert das die Tatsache, dass ich Kohle brauche, um mein Haus zu bezahlen? Dabei versucht der Film eben dieses Drama rauszukitzeln und eben nicht so sehr auf Heldenfilmen zu machen. Und dadurch fühlt er sich nicht unbedingt neu, aber er fühlt sich anders an. Und das mag ich. Aber die Nebenfiguren, mit denen tue ich mich schwer, die meisten anderen Figuren sind auch nämlich ersetzbar. Der Film ist für die 90 Minuten aus meiner Sicht viel zu sprunghaft geraten und berührt emotional deswegen aufgrund dieses Tempos nicht und ist dabei in weiten Teilen sehr vorhersehbar. Deswegen ich sage, als dieses Drama mit Fantasy-Einschlag gebe ich ihm okay 6 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt bleiben für mich bloß 4,5 von 10 möglichen Punkten übrig. Da hätte mehr drin sein können, hätte man ihm 40 Minuten mehr Lauflänge spendiert. Ich glaube, da wäre einiges mehr zu machen gewesen, vor allem bei der Rolle des Elmer. Und da bin ich auch raus in meiner Review zu Freaks, seit vorgestern auf Netflix anschaubar. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.